Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu meinem Jahresrückblick 2015. Ja, obwohl es eigentlich gar nicht mal so viel zu berichten gibt, glaube ich, im Großen und Ganzen, weil, ja, das Jahr war ja für mich eigentlich ziemlich scheiße, kann ich sagen. Nein, obwohl nicht ganz. Also es hat, ja, nicht direkt beschissen angefangen. Also es war, ich meine, ihr wisst es ja, ich habe euch das ja erzählt, ne, diese Schimmelsituation hier halt, das lag ja über das ganze Jahr jetzt praktisch wie ein großer Schatten, der es halt dadurch so in nicht einem so positiven Bild hat erscheinen lassen, sag ich mal. Aber es gab ja, aber es gab durchaus auch positive Dinge. Also das Jahr hat eigentlich ja schon super angefangen. Also zwar hatte ich schon diesen Hintergedanken die ganze Zeit, mir leichte Sorgen gemacht wegen Schimmel, weil das ja irgendwie letztes Jahr am Ende schon angefangen hatte. Da nahm das Unheil so richtig seinen Lauf, wo das dann halt entdeckt wurde und dann so, oh nein! Und ja. Ich bin ja dann, also ich habe das neue Jahr, also dieses Jahr 2015, da habe ich ja reingefeiert mit dem lieben TKJ7 zusammen. Da bin ich bei ihm gewesen. Da sollte eigentlich auch noch der Blackstar, beziehungsweise der Sabaku Dexter sollte dabei sein, aber der war dann ja eingeschneit in seiner Heimat und konnte dann irgendwie nicht auch noch dazukommen und so. Schade drum gewesen, aber macht nichts. Wir haben dann Silvester noch mit ihm auch geskypt über Facecam und so haben wir dann doch noch mehr oder weniger ein bisschen Silvester zusammen gehabt. Aber auch mit Tommy alleine war das total super, hat Spaß gemacht und ich würde es auch dieses Jahr wieder machen oder an sich generell halt mal wieder machen. Das war auf jeden Fall echt sehr lustig und sehr cool und einfach nur schön. Total super. Wir haben ja auch für ein Let's Play Together trainiert, sag ich mal. Denn irgendwann einmal, keine Ahnung wann, also frag mich nicht, aber irgendwann wollen wir eigentlich mal als Let's Play Together machen den dritten Teil von, ja, The Legend of Spyro. Der heißt ja Dawn of the Dragon, glaube ich. Das hatten wir gemeinsam da schon beim angespielt und haben da sehr viel gelacht, aber auch geflucht teilweise, weil da waren Sachen bei, ne? Also die das Spiel kennen, ich sag nur statt der Drachen und die Maulwürfe, ne? Das war stressig, aber es war auch total genial. Wir haben sehr viel Spaß gehabt. Ja, ansonsten war es ja erstmal ansonsten ja ganz gut. Ich meine, wie gesagt, die kleine Schimmelsituation hier. Am Anfang war es ja noch eine kleine. Konnte trotzdem mein Zimmer weiter benutzen, war ja alles super. Ich konnte Blood Omen 1 erfolgreich beenden. Ich konnte, ja, ich habe mit Tomb Raider 2 gestartet, The Quick and the Dead und Soul Reaver 1. Und ja, war ja auch alles schön und gut und dann ging der PC kaputt. Also wirklich, es lief eine Zeit lang immer wieder gut und dann kam irgendwie ein Problem nach dem anderen. Das war irgendwie wirklich sehr seltsam dieses Jahr. Die Parts übrigens kann ich mir eben anmerken, wo wir jetzt gerade dieses Thema haben. Die sind, wie gesagt, wirklich noch alle da. Die werden, das verspreche ich euch jetzt, die werden nächstes Jahr hochgeladen. Egal, wo ich dann wohne, sag ich mal. Also wir werden ja jetzt am 31.12. den Schlüssel von hier jetzt abgeben müssen. Was dann nicht schon drüben jetzt im neuen Haus ist, das ist dann halt weg, weil das Haus wird hier abgerissen. Leider. Und ja, aber wie gesagt, mein neuer PC, also der kann halt in der Paulstraße, wo wir jetzt hinziehen werden, nicht aufgestellt werden, weil da einfach kein Platz dafür ist. Ich werde keinen Schreibtisch haben, ich werde keinen PC haben, ich werde nur meinen Laptop hier haben. Aber mein neuer Computer ist ja fertig, der wartet ja praktisch nur darauf, von mir abgeholt zu werden. Der ist auch schon komplett bezahlt und alles. Alles stimmt, alles super und all meine Sachen sind ja gerettet. Ne? Ich sag's nochmal, meine Daten sind alle noch da. Auch die Spielstände und so. Ne? Also es ist nichts verloren, gar nichts. Ich habe da mit meinem Technikkumpel vor kurzem nochmal Rücksprache gehalten und er hat mir gesagt, dass wir das ja so machen können, wenn ich meinen PC halt noch nicht mitnehmen kann, jetzt in das neue Haus, dass ich zwischendurch mit dem Stick einfach zu ihm gehe, weil ich habe ja einen 16 GB Stick. Da passen definitiv mehrere Videos drauf. Er rendert die auf meinem zukünftigen PC schon mal, dass die dann fertig sind. Dann gucke ich mir die hier nochmal Kontrolle an, wie ich das immer mache. Auch um eine Videobeschreibung natürlich gut geben zu können, um gucken, was ist da überhaupt passiert, weil vor allem jetzt weiß ich das natürlich gar nicht mehr, was in den einzelnen Parts so vorgefallen ist.
und dann lade ich die hoch. Ne, er hat ja auch nochmal gute Sticks, also ich kann da praktisch dann so zwei, drei Sticks direkt mitnehmen mit ganz vielen Parts, die mir alle hier raufklatschen auf den Laptop und dann nach und nach hochladen nächstes Jahr. Also da könnt ihr beruhigt sein, ihr werdet dann endlich das ersehnte Material sehen können von Soul Reaver und The Quick and the Dead und natürlich Tomb Raider 2. Also das wird alles weitergehen, es wird kommen, nur weiter aufnehmen kann ich dann nicht. Also es wird ja eine Zeit lang auf jeden Fall vorreichen für mehrere Monate. Aber müssen wir halt mal gucken. Es wird ja auch weitergehen, Lara at the Movies, was ich ja dieses Jahr angefangen habe. Und das wird ja auch noch lange dauern. Ich bin ja jetzt gerade mal im ersten Film des zweiten Kinos, wie ihr ja wisst. Also zumindest die von euch, die das Projekt ja verfolgen oder verfolgt haben, die wissen das ja. Und ja. Aber der Reihe nach nochmal weiter. Was ist dann noch 2015 passiert? Ja, meine Beziehung mit Lars natürlich, die ja leider nicht so lange gehalten hat, wie ich es eigentlich gehofft hatte. Ich meine, das war ja knapp über ein halbes Jahr, so 7, 8 Monate. Also keine Sorge, ich will das jetzt hier nicht zu lange ausschweifen lassen, aber ich will es nochmal wirklich kurz Revue passieren lassen, weil es ja definitiv eine schöne Zeit mit ihm war. Ich meine, ihr wisst es, ich habe sehr, sehr viele Vlogs mit ihm aufgenommen und hochgeladen. Wir haben gemeinsam Vampire The Masquerade Bloodlines Let's Played. Und das Let's Play ist ja total witzig wirklich gewesen oder geworden an sich. Ich meine, es existiert ja schließlich noch. Und es war einfach nur super geil, sag ich mal. Ne, wie wir da angefangen haben, wie wirklich auch während des Let's Plays weiter zusammengeschweißt sind. Ich meine, dieses Let's Play ist wirklich praktisch ein Tagebuch für unsere Beziehung. Oder an sich unser Verhältnis, sag ich mal. Ne? Das war ja wirklich, ne, erstmal als Kollegen angefangen, dann Freunde, dann sehr gute Freunde, also praktisch Geschwister. Wie es ja auch mit, wie ich das ja auch mit TKJ7 habe, so, ne, Geschwister im Geiste. Und ja, schließlich ein Paar. Ne, also das ist alles innerhalb dieses Let's Plays passiert. Also das war schon genial und witzig und einfach nur, ja, super. Und es war definitiv eine schöne Zeit auch mit Lars. Also ich sag nur so viel, es war wirklich blöd, dass er mich verlassen hat. Weil wir haben wirklich, ja, ich kann mich schon wiederholen, wir haben eine Menge Spaß gehabt, es war super, es war eigentlich alles total tutti, sag ich mal. Aber ja, ich habe das ja, glaube ich, schon mal erwähnt, es gab ein paar Missverständnisse, die er halt wirklich völlig falsch verstanden hat, egal wie ich es ihm versucht habe zu erklären, er hat es nicht kapieren wollen, nicht können, ich habe keine Ahnung oder eine Mischung aus beidem. Es gab einfach auch ein paar Probleme, es gab ein paar Eigenschaften bei ihm, mit denen ich halt auch nicht wirklich klarkam. Dann im Nachhinein noch was bei mir, was er dann irgendwie nicht, keine Ahnung, mochte, abkonnte, was weiß ich. Und ja, hat er halt im Chat von Skype mit mir Schluss gemacht. Also sehr unpersönlich und auch sehr gemeine Worte benutzt, weshalb ich eigentlich, ich weiß nicht, also ich wollte eigentlich das so machen, sollten wir irgendwann auseinandergehen, dass wir eine Freundschaft aber weiterhin pflegen, weil ich ihn als Menschen eigentlich niemals komplett verlieren wollte und aus meinem Leben streichen wollte, weil Lars ist wirklich ein total netter Kerl. Ich kann es wirklich nicht anders sagen. Das ist schon so, aber so wie er mit mir letztendlich umgegangen ist, weiß ich nicht. Also da muss ich echt mal gucken, ob wir irgendwann vielleicht normale Freunde nochmal sein können oder nicht. Ich kann dazu überhaupt nichts sagen. Es ist wirklich schade. Ich hätte ihn definitiv noch nicht verlassen, weil ich war echt eigentlich glücklich mit ihm, aber wenn er meint, dann sei es drum. In dieser Hinsicht kann ich ja wirklich nur sagen, ne? Toi, 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 Fernbeziehung, ne? 2 Monate nicht gesehen, von daher 1 Woche getrauert, dann ging's eigentlich auch schon wieder. Und das waren 2 Wochen, ich weiß es nicht mehr. Es war eigentlich okay. Und inzwischen bin ich ja auch schon wieder in einer anderen Beziehung seit einem Monat oder so. Keine Ahnung. Von daher, mir geht's super. Aber ist halt blöd gelaufen, so in dieser Hinsicht, ne? Naja. Ja, was ist noch passiert? Mal überlegen. Der Gemeinschaftschannel Play That ist immer noch nicht eröffnet. Das geht irgendwie vorne und hinten nicht voran. Ich habe keine Ahnung, was da abgeht, wie das da läuft. Also ich habe ja, wie gesagt, mein komplettes erstes Let's Play. Ja, mein komplettes erstes Let's Play, was auf dem Gemeinschaftskanal erscheinen soll, nämlich Spyro the Dragon. Das habe ich ja schon komplett fertig aufgenommen und auch bearbeitet, gerendert. Ne? Das ist alles fertig, aber wenn ich es hochlade, dann ja,
bringt ja eh nichts, weil die anderen laden ihre Sachen nicht hoch und nur wegen mir wird der Channel natürlich nicht eröffnet. Also ja, die anderen haben noch technische Probleme, von daher, ob das überhaupt jemals gemacht wird, ich weiß es nicht. Vielleicht werde ich dann das, was ich aufgenommen habe von Spyro, einfach so auf meinen Kanal hochladen, obwohl ich glaube, dafür werde ich es nochmal extra aufnehmen. Weil ich ja schon so ein paar Sachen auch gesagt habe, die nur für den Kanal. Ich kann heute echt nicht reden, es ist schlimm. Die ja eigentlich nur für den Gemeinschaftskanal gedacht waren. Das klingt dann so ein bisschen komisch, wenn ich das auf meinem Hauptkanal dann so sage, aber ach, ich habe noch keine Ahnung, wie ich das mache, wann ich das mache. Andere Sachen haben mir jetzt erstmal sehr viel mehr Vorrang. Und wenn ich wieder erstmal richtig aufnehmen kann, habt ihr euch ja auch schon längst für entschieden, dass danach Spyro A New Beginning kommen soll und es nicht mit dem ersten Teil auf meinem Kanal anfängt, halt von der Spyro-Saga-Geschichte Dingens. Ne? So viel dazu. Ja, wie gesagt, ich habe dann mit Laura at the Movies hier dann das Ganze gemacht. Und mein Weihnachts-Let's Play jetzt natürlich hier, Light Up for Christmas oder The Christmas oder einfach nur Light Up Christmas. Das hat irgendwie jedes Mal, wenn ich nachgucke, einen anderen Namen. Ja. Mit der Stage Academy gab es auch wieder tolle Sachen, Auftritte in Westerstede, zum Beispiel mit den Loriot-Sketchen, wovon ich ja die, wo ich drin vorgekommen bin, auch hochgeladen habe. Auch wenn ich zwischenzeitlich jetzt noch für eine andere eingesprungen bin in dem Sketch Eheberatung, für die, die es kennen, ne? Wisst ihr Bescheid? Die, die es nicht kennen, guckt euch einfach mal an. Ich kann Loriot wirklich nur jedem wärmstens empfehlen. Ich finde das richtig geil. Ich meine, klar, sonst würde ich da auch nicht mitmachen und das spielen. Ja. Für unser diesjähriges Musical Chroniken eines Vampirs bin ich leider nicht die Erstbesetzung geworden, aber das macht nichts. Ich werde nächstes Jahr in Löningen spielen und in der Kulturetage hier in Oldenburg. Also von daher, ne? Passt. Was wollte ich noch sagen? Genau, bezüglich hier ja natürlich, was euch ja hauptsächlich betrifft, YouTube. Ein großes Dankeschön erst nochmal wirklich auch an euch, dass ich über 200 Abonnenten bekommen habe. Also ich habe so an sich, als ich dann zwischendurch da meine Zahlen angeguckt habe, habe ich schon so vermutet, ja, wäre ja cool, wenn ich dieses Jahr noch die 200 erreichen würde, aber sogar über 200. Also damit hätte ich nicht gerechnet. Also das ist wirklich, wow, finde ich total klasse. Ich freue mich. Und es ist ja wirklich ein interessantes Phänomen. Ich stelle jetzt immer wieder fest und andere Let's Player, mit denen ich mich darüber ausgetauscht habe, auch, dass wenn man nichts macht auf YouTube, kommen ganz viele Abonnenten. Wenn man regelmäßig was hochlädt, kommen nur selten neue Abonnenten oder man verliert sogar eher Leute. Das ist irgendwie ein seltsames Phänomen, aber es ist wirklich so. Es ist einfach wahr. Es ist wahr. Ja. Ich wollte was Wichtiges sagen. Genau, noch zu meinen Abonnenten. Ich habe wirklich dieses Jahr großartige Leute kennengelernt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, da wäre zum einen natürlich der Mark von Mark My Words. Also, ja, den nenne ich jetzt auch einfach mal als erstes, weil ich mit dem wirklich so ziemlich am meisten Kontakt, glaube ich, hatte, wirklich, von den neuen Abonnenten. Naja, unter anderem doch. Ich hatte auch mit anderen Kontakt, aber ja. Den habe ich dieses Jahr kennengelernt und das ist ja wirklich total, ne, also ich mag den Marc. Klingt sehr schön, ne? Wir wollten ja schon längst was zusammen aufnehmen für Tomb Raider 2, also sein Let's Play von Tomb Raider 2, er Let's Playt das ja gerade aktuell auch. Wir hatten auch schon eine Aufnahme gemacht, aber die war irgendwie nicht so gut, weil ich war super zu hören, aber er nicht und es war so ein Dauerrauschen wohl im Hintergrund. Also ich hab die Aufnahme nicht gesehen und nicht gehört und gar nichts. Er hat mir das halt nur so erzählt und auch das auch den Zuschauern so erzählt, als er dann die nächsten Folgen doch alleine aufgenommen hat, nochmal und hochgeladen hat. Ist halt dumm gelaufen, aber wir werden es hinkriegen. Ich habe mir auch Camtasia empfohlen, damit setzt er sich gerade ein bisschen auseinander, dass er damit klarkommt, dass wir das dann noch so später machen können, dass er es nachbearbeiten kann oder da was einstellen kann mit Aufnahme und ach, keine Ahnung. Ich kenne mich mit Camtasia selber nicht aus, ich habe es ihm nur empfohlen. Ja. Dann habe ich Kain kennengelernt. Ja, ich habe zu dem Kain aus den Legacy of Kain Spielen Kontakt. Den gibt's wirklich. Nein, natürlich nicht. Also, den gibt's natürlich nicht. Der heißt in Wirklichkeit ganz anders. Aber auf YouTube nennt er sich Kain Rudolf. Und mit dem habe ich auch ein bisschen über Skype geschrieben. Also, wir haben uns bisher noch nicht richtig unterhalten, aber wir haben so ein paar Abende mal geschrieben, uns richtig cool. Also wir gehen in unseren Rollen beide richtig auf, ne? Also ich halt, also ich habe dann nicht mich so als Uma, sag ich mal,
bei der Unterhaltung gegeben, sondern wirklich halt nur als Vampi, aber er sich praktisch als Kain, und das war dann ein sehr interessantes Gespräch, sage ich mal. Das war schon sehr witzig und cool und einfach nur, ja, war ein geiles Gefühl, wenn man sich so vorstellt praktisch. Ich meine, ich wusste ja, dass es nicht Kain ist, weil den gibt's natürlich nicht, ist klar, aber wenn man sich das mal so vorstellt praktisch, dann stellt euch das mal vor, Kain aus den Legacy of Kain-Spielen sitzt auch an einem Laptop oder einem PC und schreibt dann mit mir. War eine geile Vorstellung. Einfach nur herrlich. Ja, wen habe ich noch kennengelernt? Den Gaminator natürlich. Ne, also mit dem habe ich auch mal, wie lange war das? Das war mal 10 Minuten oder so geskypt. Der hat mich ja auch eingeladen, netterweise, zu einem. Der wäre morgen sogar. Aber morgen habe ich gar keine Zeit. Schade. Also am 12.12. war, beziehungsweise für mich jetzt noch zum Zeitpunkt der Aufnahme, heute ist der 11.12. bei mir. Also morgen. Also Fakt auf jeden Fall, am 12.12.2015 war ein Livestream, muss ich ja jetzt sagen, war, ne? Wo er und Schokokaninchen und noch ein paar andere so einen Livestream dann machen, wo sie alle gleichzeitig Tomb Raider 4 spielen. Und das dann irgendwie aufnehmen und dabei sich dann halt unterhalten. Wäre ich gern dabei gewesen. Also nochmal danke auch dafür, Gaminator, dass du mich da eingeladen hast und dabei haben wolltest. Aber wie gesagt, ne, klappt nicht. Beziehungsweise, jetzt muss ich ja sagen, klappte nicht. Also ich habe morgen echt viel zu tun, kann ich nur sagen. Und sorry. Das geht überhaupt nicht. Obwohl es wohl definitiv spaßig gewesen wäre, aber ich, ne, geht nicht. Sorry. Auch wenn ich jetzt nicht die Erstbesetzung geworden bin fürs Musical dieses Jahr, jetzt habe ich trotzdem andere Verpflichtungen auch nochmal. Und wie gesagt, hier Umzug und so und. Sorry. Wie gesagt, vielleicht nochmal ein anderes Mal, wenn nochmal sowas ist mit einem anderen Tomb Raider-Teil, ja auch vielleicht oder so, wenn es dann zeitlich passt. Ne, das sowieso kann ich allgemein immer sagen, wenn es zeitlich passt, immer gerne. Weil ich bin für sowas natürlich zu haben. Und ist natürlich auch eine Wertschätzung, dass du mich dabei haben wolltest, ne, aber was nicht geht, geht nicht. Aber im Nachhinein sage ich mal, ich wünsche euch nochmal viel Spaß. Ja, ja, genau, Schokokaninchen natürlich, den habe ich ja auch dieses Jahr kennengelernt. Ist auch ein ganz liebes Kerlchen. Und ich finde den Namen wirklich auch total niedlich, ne? Schokokaninchen. Ich wäre nie im Leben auf die Idee gekommen, egal ob jetzt Junge oder Mädchen, ich wäre niemals auf die Idee gekommen, auch egal in welchem Alter, mich jemals Schokokaninchen zu nennen. Also da frage ich dich jetzt einfach mal, weil ich das auch wirklich sowieso schon mal lange vorhat, frage ich jetzt einfach mal hier direkt, wie bist du auf diesen Namen gekommen? Ich finde den total süß. Also ich finde das total herrlich. Das würde mich echt mal interessieren. Und ja, wen habe ich noch kennengelernt? Mal kurz überlegen. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich Aschna dieses Jahr kennengelernt habe oder ob das schon letztes Jahr war. Da bin ich mir gerade echt überhaupt nicht mehr sicher. Ich weiß, das Erste, was sie damals von mir geguckt und kommentiert hat, war Claras Home. Da ist jetzt die Frage, wann war Claras Home? Könnte ich jetzt mal ja eigentlich auf YouTube nachgucken. Ich glaube, das mache ich auch mal eben. Das interessiert mich jetzt gerade selber, obwohl ich weiß nicht, ob der dann weiter aufnimmt. Nimmt er weiter auf? Ja, der nimmt weiter auf. Okay, dann gehe ich mir eben nebenbei auf YouTube gucken. Mal sehen. Playlists. Wo habe ich denn Claras Home? Das will ich jetzt doch mal eben wissen. Ja, hallo, ich wollte. Danke. Hatte mich gerade auf Videos gebracht, ne? Ich wollte auf Playlists, verdammt. So, wo ist denn das? Claras Home. Wo haben wir es denn? Das ist Lost in Sand. Da, Claras Home, da haben wir es ja. Stimmt, es sind ja nur drei Parts gewesen. Krass. Wollen doch mal eben gucken. Wann habe ich den ersten Part hochgeladen? Ich weiß es nämlich echt selber nicht mehr. Nein, ich will da jetzt keinen Ton. Ich will das nicht abspielen. Ich will nur gucken. Ist ja auch interessant. 60 Aufrufe. 6 Daumen hoch, 6 Daumen runter. Immerhin ausgeglichen. 21.04.2015. Ja, tatsächlich war dieses Jahr. Wahnsinn. Ja, also ich habe dieses Jahr noch Aschner kennengelernt, ne? Wir kennen uns erst dieses Jahr. Kommt mir schon viel länger vor wie 2 Jahre. Naja, sind ja jetzt auch schon fast am. Nee. Es ist noch nicht mal ein Jahr, wenn dieses Jahr jetzt endet. 21.04. Aber ja, die Aschna ist natürlich, die hätte ich eigentlich als allererstes nennen müssen. Also, ne, nichts gegen dich, Marc, ne? War auch gut, dich als erstes zu nennen, aber wirklich Aschna, also so ein liebes Mädchen.
Ich kann es nicht anders sagen. Also Aschner habe ich wirklich auch total ins Herz geschlossen. Wir haben uns von Anfang an total super gut verstanden. Wir waren irgendwie auf einer Wellenlänge von Anfang an. Und einfach super. Ich gucke ihre Videos super gerne und ja, bei mir schaut sie jetzt gerade aktuell leider gar nicht. Warum nicht? Lauer at the Movies ist ein cooles Projekt. Guck es dir an. Nee, aber war schon echt cool. Und ich habe ja auch mit ihr Silent Hill 3 aufgenommen. Da war ich ja in ihrem Let's Play zu Gast. Öfters. Fast bei jedem Bosskampf, bis auf den gegen Alessa. Ansonsten war ich wirklich bei jedem Bosskampf dabei. Das war total witzig. Vor allem war das nicht so geplant, dass ich bei den Bosskämpfen dabei bin. Das hat sich immer so ergeben. Das war so genial. Also, wer Aschner noch nicht kennt, bitte bei ihr auf jeden Fall auf dem Kanal vorbeigucken. Ist eine ganz, 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 ganz liebe. Und eine ganz, ganz, ganz süße. Also, tolle Stimme, tolle Art zu kommentieren. Ich kann sie wirklich nur in den höchsten Tönen loben. Und wenn ich irgendwann nochmal nach Berlin komme. Jetzt habe ich den Ort genannt. Scheiße. Tut mir leid, aber ist ja groß, von daher wird dich wohl keiner finden. Naja, auf jeden Fall, wenn ich irgendwann nochmal dahin komme und ich habe vor, nächstes Jahr dahin zu fahren, wegen Tanz der Vampire, weil es nächstes Jahr wiederkommt und ich will da ins Theater des Westens und mir Tanz der Vampire nochmal angucken. Vielleicht können wir uns da auch mal kurz treffen oder sowas. Wäre geil. Ich würde mich freuen. Da können wir nochmal drüber schnacken. Oh, dass ich den Ort jetzt gerade genannt habe, ärgert mich. Aber ich habe jetzt schon so viel geredet, das Video geht schon so lang. Nein, das werde ich jetzt nicht neu aufnehmen. So. Passt schon. Bitte nicht böse sein, es war ein Versprecher. Ah. Naja. Ist, denke ich mal, nicht ganz so schlimm, hoffe ich. Ja, was ist denn dieses Jahr noch passiert? Wen habe ich denn noch kennengelernt? Genau. Den. Ah, ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Ich weiß nur gerade deinen richtigen Namen, den will ich natürlich jetzt hier nicht erwähnen. Das ist ein ganz großer Fan von mir, der wollte schon längst mal mit mir skypen, hat mich ständig genervt schon, würde ich in Anführungsstrichen, ständig auf YouTube und auch auf meiner Facebook-Seite immer, ja, wann hast du Zeit? Ich will mal mit dir reden und so weiter und so fort. Ah, wie hieß der denn? The Glow TV oder so ähnlich. Irgendwie was mit The Glow. Oder nur The Glow? Warte, ich guck nochmal nach. Wo soll ich den jetzt finden? Obwohl der hatte auch irgendwas kommentiert, da kann ich direkt mal nachgucken. Obwohl der steht noch unter seinem alten Namen. Obwohl, nee, Quatsch, das wird ja auf YouTube dann direkt korrigiert. Ich weiß, ich rede gerade viel Bullshit. Obwohl, nee, der hat dann noch einen zweiten Kanal eröffnet, das wurde dann gar nicht korrigiert. Obwohl, ich kann ja hier nachgucken, warte. Warte. Ich will dich richtig nennen, deswegen, ich mach das jetzt. Ich mach das jetzt wirklich. Da kann ich auch nochmal genau, da kann ich ja auch vielleicht da kontrollieren, wen ich noch kennengelernt habe und wem ich Kontakt hatte. Ich mal wieder. So, schauen wir doch mal ganz genau nach. Ah, ja. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ach ja, genau. Coconut Chris hat mich wieder abonniert. Also der Let's Play Chris nannte er der sich ja früher. Vor 2 Monaten hat er mich erneut abonniert. Finde ich ja schön, auch wenn er nie was von mir kommentiert, also nichts sichtlich von mir guckt, aber naja. Genau, hier steht's doch. The Glow STV. Ja, dann halt nicht TV, sondern STV, warum auch immer. Nee, The Glows heißt es ja dann auch, oder? The Glow STV oder The Glows TV? Ist ja auch scheißegal, auf jeden Fall. Da bin ich es richtig aussprechen und kannst du trotzdem nicht, ne? Das ist zum Heulen. Nee, aber ja, ist doch cool, ne? Den habe ich kennengelernt. Geht es noch weiter runter? Da steht der Gaminator, kein Rudolf, euch habe ich ja alle schon erwähnt. Schokokaninchen, genau, Lake Konstanze oder Lake Konstanz, wie auch immer man das ausspricht, ich weiß es nicht genau. Mit der habe ich auch mal ganz kurz geschrieben gehabt. Liebe Grüße auch an dich natürlich. Wer war denn noch besonders hier, mit dem ich wirklich Kontakt hatte? Cortexo LP, mit dem hatte ich ein bisschen einmal eigentlich nur eine kleine Frage von ihm beantwortet, also groß Kontakt eigentlich jetzt nicht direkt so. Mittelmäßig, aber fühlte ich auch mal natürlich ganz lieb gegrüßt von mir. Genau, hier ist der liebe Marc. Und genau, das war ein Highlight dieses Jahres, kann ich sagen, Leute. Der liebe Martin. Ne, natürlich, wie konnte ich dich vergessen? Der Martin von hier MCMs Let's Plays, ne, für den ich ja auch die Kanalvorstellung gemacht hatte. Der hat da übrigens tatsächlich inzwischen gucken können, hat dann auch sich sehr natürlich, na, was heißt natürlich, natürlich ist das nicht unbedingt, aber er hat sich auf jeden Fall sehr gefreut, er war sogar richtig gerührt, hat er mir geschrieben. Und ich nur dachte, ja, gerne, ne? Ich meine, neben Andy Vanya ist er, ne, falls du es guckst, ne, bist du.
mein zweiter Lieblings-Let's Player und natürlich mache ich dann sowas für dich gerne. Also, ich habe ja auch noch viele von dir zu gucken. Was habe ich von Martin geguckt eigentlich? Ja. Ich habe es gesuchtet. Als ich ihn gesehen hatte, entdeckt habe, da habe ich sofort dann ganz viel geguckt mit, ja, angefangen. Ich glaube, ich hatte sogar mit Blood Omen 1 tatsächlich angefangen. Nur da habe ich es hinterher für mich selber pausiert, weil er so viel Info, also wirklich, das finde ich gerade an Martin wirklich so toll. Bei den Legacy of Kain Projekten hat er wirklich so ein Hintergrundwissen, mehr als ich es habe, wirklich. Also teilweise, okay, wenn ich die Let's Plays so angucke hinterher, dann habe ich ihm manchmal auch noch Tipps gegeben und gesagt, ja du, das ist so und so. Aber, also wir ergänzen uns da praktisch total super. Auch wenn ich mit ihm jetzt direkt nicht so unbedingt viel geschrieben habe, wirklich nur kommentartechnisch. Aber ja, es ist geil. Also, ich hatte Blood Omen 1 pausiert, das kann ich auch mal eben für dich zur Info sagen, zur Erklärung, weil du dich vielleicht gewundert hast, ja auch, weiß ich ja nicht. Weil ich habe dann ja ganz schnell angefangen, Blood Omen 2 zu gucken und dann Soul River 1. Jetzt bin ich ja bei Soul River 2 schon dran. Und Blood Omen 1 habe ich auch immer noch nicht weitergeguckt. Da hatte ich nur angefangen, wie gesagt. Das kommt daher, weil ich weiß auch nicht, ob ich es vollenden kann, muss ich leider ganz ehrlich sagen, weil es unglaublich schwierig ist. Aber ich habe mal mit dem Leiter der Stage, mit dem guten Markus Sobota, habe ich abgesprochen, ob das denn gehen würde, wenn ich ein Musical schreibe, ob es aufgeführt wird. Also ob das auch zur großen Aufführung in der Weser-Ems-Halle kommen kann oder nicht. Hat er gesagt, ja, wenn ihn die Story interessiert, macht er das. Und ja, ich bin dabei, ein Musical über Blood Omen zu schreiben. Das hatte ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt, aber ich sage es jetzt hier nochmal ganz direkt, hauptsächlich für Martin. Weißt du Bescheid, ich benutze dein Let's Play, nicht meins oder das von irgendwem anderen. Ich benutze dein Let's Play, während ich dann immer daran weiterschreibe. Und ich habe schon lange nicht mehr weitergeschrieben, weil ich jetzt ja jetzt gerade dabei bin. Nubraptor ist tot und jetzt geht's auf zu Malek, aber vorher nochmal zu den Säulen. Wir haben keine Drehbühne zur Verfügung und deswegen mit Auf- und Abgängen, Licht an, Licht aus und so weiter und so fort und vor allem Kulissenaufbau und so. Das ist komplizierter, als ich gedacht habe. Ne? Im Film oder Videospiel ist ja immer alles möglich. Das auf eine Bühne umzusetzen für so eine Produktion ist verdammt schwierig. An Songs soll es nicht liegen. Da gibt es massig, was man benutzen könnte. Aber so weiß ich nicht, ob es jemals zur Aufführung kommen wird. Also ich habe da jetzt 10 Seiten geschrieben oder noch ein bisschen mehr. Wie gesagt, von der Stelle wisst ihr ja, wo ich bin. Noch ziemlich am Anfang wirklich. Die Blatt umkennen oder verfolgt haben auch bei mir. Ist schwierig. Aber das zur Erklärung, warum ich bei dir nicht weitergeguckt habe bisher. Auf jeden Fall würde ich kann Martin nur wärmstens empfehlen. Am Anfang, als ich ihn entdeckt habe und die Stimme gehört habe, dachte ich so, nee, hab wieder direkt weggeschaltet. Aber habe ich so gedacht, ja, es ist aber schon interessant irgendwie, was er da so erzählt zu Legacy of Kain und sowas. Und dann, ach komm, doch, guck's noch mal an. Dann habe ich es mir angehört und dann dachte ich so hinterher nach einer Zeit, eigentlich ist die Stimme ja doch voll cool, ne? Und er hat auch eine coole Art zu reden und zu erklären. Der hat echt Ahnung, auch der Kerl. Und ja, deswegen, ne? Also, den habe ich inzwischen richtig ins Herz geschlossen, den Martin auch gar nicht sagen, ne? Also, es ist einfach nur ein Typ zum Knuddeln und gern haben. Also, Wahnsinn. Also, ich hoffe mal irgendwann, dass wir auch so ein bisschen skypen können, dass wir vielleicht wirklich gemeinsam was aufnehmen können. Im Moment ist das ja sowieso ganz weit weg, weil ich habe keine Zeit, er hat keine Zeit, er hat sowieso keine Zeit, er muss ganz viel arbeiten und hat auch privat irgendwie viel zu tun. Von daher, keine Ahnung, aber wenn es irgendwann passiert, ne? Tschakka, dann freue ich mich. Keks, dann mache ich Luftsprünge. Beziehungsweise mache ich drei Kreuze. Ich habe ihn schon oft bei Skype online gesehen, wenn ich ihn angeschrieben habe, so, hi. Kam nix. Denke ich mir jedes Mal so, super. Warum stellst du dich auf online, wenn du gar nicht online bist? Aber naja. Sei es drum. King Kane. Interessanter Name, aber dich kenne ich gar nicht. Du hast noch nie was mit mir kommentiert, oder hast du doch? Ich weiß es nicht. Jedenfalls nicht so, als ob ich mich jetzt da an dich erinnern würde, aber schön, dass du mich abonniert hast. Willkommen. VW die Wielchen mit einem sehr coolen Bild von Wesker. All but Wesker von Resident Evil. Mit dem oder der? Weiß gar nicht mehr. Ist das jetzt ein Kerl oder eine Frau? Mit dem Abonnenten habe ich auf jeden Fall auch ein bisschen geschrieben gehabt, per PN. Kannst euch ruhig mal was kommentieren, würde ich mich echt freuen. Und natürlich der liebe 8-Bit Walkie, Waki. Wie spricht man das aus? Ich glaube aber Walkie, oder? 8-Bit Walkie?
Ja, ich weiß, das ist wieder so ein schönes Denglisch jetzt von mir, aber naja. Der hat ja da auch schon wirklich sehr viel von mir kommentiert, muss ich sagen. Und ja, ich freue mich natürlich auch. Ist ja auch ein Zuschauer von Tommy, der zu mir rübergekommen ist. Und mit dem ich auch ein bisschen geschrieben hatte, der gute X-Crunchy. Natürlich habe ich noch mehr Abonnenten gekriegt dieses Jahr, aber das sind halt so die, an die ich mich jetzt erinnern würde, mit denen ich irgendwie geschrieben habe, ob jetzt per PN oder bei Skype oder auf meiner Facebook-Seite oder ja, sonst halt irgendwie in den Kommentaren bei YouTube. Also erstmal natürlich Grüße würde ich an euch alle. Die, die mir noch nichts mal irgendwie geschrieben haben, per Kommentar, per PN oder keine Ahnung, wie auch immer, macht ja nichts, ne? Schreibt, wenn ihr Bock drauf habt, und wenn nicht, dann lasst es halt bleiben. Hauptsache, ihr seid da und unterstützt mich. Und das finde ich total super. Also ich freue mich wirklich total, dass so vielen Leuten meine Sachen gefallen, die ich hier mache. Weil ich mache es natürlich zum einen für mich, weil es mir wirklich selber auch unglaublich viel Spaß macht, das zu machen. Aber wenn es natürlich dann auch gut aufgenommen wird von der Außenwelt, von euch, sage ich mal, ne? Und es euch gefällt, ne? Indem ihr mir das sagt, durch Bewertungen und Kommentare oder auch an sich Nachrichten, ne? Ist doch super. Also ich freue mich total. Und dass es immer mehr werden, ist natürlich auch, ne? Super. Ich kann es nicht anders sagen. Ja, ich weiß gar nicht, habe ich dieses Jahr auch, muss ich mal eben nachdenken. Moment, das muss ich jetzt mal eben nachprüfen, bevor ich den jetzt vergesse aufzuzählen. Das wäre nämlich wirklich skandalös. Auch nämlich ein ganz lieber Abonnent von mir, und ich selber habe ihn auch abonniert. Wo ist er denn? Das muss ja mal wirklich eben gemacht werden. Wann hatte der mich abonniert? Genau, hatte ich nicht gesehen, wegen hier weitere Laden. Dann mach das mal. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ach ja, der Hi-Ho-Meister. Mensch, oder Hi-Ho-Mister. Der hat mich auch erst vor, naja, was heißt erst? Hier steht, vor 4 Monaten abonniert. Der hatte, das war ein ganz aufmerksamer Zuschauer hier bei Silent Hill 2. Also, wenn du mich wirklich erst vor 4 Monaten abonniert hast, kommt mir schon viel länger vor, dass wir uns kennen. Aber mit dir hatte ich ja auch ein bisschen da geschrieben in den Kommentaren, und das war auch total cool, also freut mich. Schade, dass du aktuell nichts bei mir guckst. Ach ja, den hatte ich natürlich auch, ach Mann, wie konnte ich den vergessen? Anycore, Mensch, sorry. Klar, also mit dir habe ich ja auch ganz viel über Facebook und so geschrieben. Von daher, also, ne, auch ein ganz lieber. Mit dem wollte ich ja auch mehr oder weniger gemeinsam einen Kanal eröffnen, obwohl, naja, nicht direkt gemeinsam, aber ich sollte da sehr oft zu Gast sein und gemeinsam mit ihm da viele Sachen machen. Wieso finde ich ihn hier gerade nicht? Ah ja, hier steht Aschner jetzt, ne, hier vor 7 Monaten. Hier ist er. Ja, tatsächlich, wir haben uns auch erst dieses Jahr kennengelernt. Sorry. Wie konnte ich dich vergessen? Nagelfahr-LP. Mensch, Junge. Ah. Also Nagelfahr ist wirklich auch ein total toller Let's Player. Also ich kann ihn nur jedem wärmstens empfehlen. Der hat eine geile Stimme und eine geile Art zu kommentieren. Total witzig. Teilweise man rechnet mit Sachen einfach nicht. Auf einmal kommt da dann so ein Spruch mit da rauskommen. Dann denkt man nur so, geil, ich kann nicht mehr, geil. Ich schmeiß mich weg. Also, ich kann es nicht beschreiben. Guckt mal bei Nagelfahr-LP vorbei. Der ist richtig, richtig. Okay, geil will ich nicht sagen. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, ne? Aber er ist super. Er ist ein super Kerl. Der unterstützt mich auch total. Also, wenn ich Probleme habe oder sowas, dann schreibt er auch mit mir. Und ich habe ihm auch meine Hilfe angeboten, wenn irgendwas ist auch oder sowas, kann er mit mir jederzeit schreiben, mir alles erzählen. Also, wir haben schon so ein, ja, nicht direkt freundschaftliches Verhältnis vielleicht, aber kumpelhaftes Verhältnis. Doch auf jeden Fall, möchte ich meinen. Oder gute Kollegen von mir aus auch nur, ne, wenn man es jetzt ganz auf Abstand noch sagen will, sage ich mal. Aber ich mag ihn auf jeden Fall, und wir verstehen uns gut, ne? Also ich freue mich nach wie vor, dass er bei mir ist. Und er sich, denke ich mal, auch, dass ich bei ihm bin. Und ich glaube, die Tür wird gleich aufgehen. Also Leute, viel gibt's eigentlich nicht mehr wirklich zu sagen. Ich halte mal meine Hand hier so schon bereit, falls die Tür jetzt aufgeht. Es könnte ja sein, nicht, dass meine Mutter dann einen Quotenauftritt auch noch hat, dass ihr sie seht. Das will sie nämlich nicht. Hat schon mal gesagt, so auf YouTube, ne? Ich will nicht zu sehen sein. Kann ich auch verstehen.
Fakt ist auf jeden Fall, ich werde weiterhin für euch da sein, egal wie. Es werden ja auch noch weitere Best-ofs kommen. Also wie gesagt, von Childs zu TR Legend und ich habe noch ein paar andere in Planung, sag ich mal. Es wird was noch kommen, Lava at the Movies wird weitergehen. Meine Projekte werdet ihr sehen, die ich angefangen hatte mit Tomb Raider 2 etc. Und mir geht's super, ich bin glücklich, alles läuft jetzt langsam wieder aufwärts. Auch arbeitstechnisch in meinem Privatleben nächstes Jahr geht's richtig zur Sache, sag ich mal, in dieser Hinsicht. Es läuft einfach wirklich und ich bin glücklich. Bin auch dabei, mein erstes Buch gerade zu schreiben, immer wenn die Nacht kommt. Vielleicht mache ich davon auch mal eine kleine Leseprobe auf YouTube oder so, mal gucken. Und ja, ansonsten gibt's eigentlich nicht mehr wirklich viel zu sagen, außer ich wünsche euch noch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Falls das noch nicht schon vorbei ist, wenn es hochgeladen wird. Ich weiß es halt noch nicht. Sonst sage ich halt, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, Leute, auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass ihr genauso eine geile Silvesterparty haben werdet, wie ich sie haben werde. Jedenfalls ist sie gut geplant. Also ich denke mal, die wird auch richtig cool abgehen dann. Und ja, ich wünsche euch was, ne? Wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder in alter Frische, wenn Infovideos gemacht werden mit neuem Hintergrund. Aber auf jeden Fall, haltet mir die Treue. Ich werde auf jeden Fall für euch weiterhin da sein und Videos machen. Und ja, bis dahin, schön, dass es euch gibt. Ich liebe euch alle. Bis zum nächsten Jahr, ihr Lieben. Euer Vampire Girl 3672. Ciao.